Hackkneif, Offenbach, Bauchtasche. Hackkneif, Offenbach, Bauchtasche, Startup Bag. Warum Cringe-Alarm? Ich find's da use-mäßig. Nein, Spaß. Ich find's cool. Track klingt dope, muss ich sagen. Ja, wenn TJ dich lobt, dann musst du mit Rappen aufhören, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Knossi Graffer, immer rot. Das Spachgut mit Anwalt. Anwalt! Sollen wir schauen als nächstes, auf nächstes. Habt ihr Bock, Dinge zu gucken? Das Video hier im Doc, das heißt, diesen Influencer mit Fake-Haftbefehl gedisst. Martin Hage, neues Video. Wahrheit, dieses Video wird nicht, warte mal, ich muss mal gucken, ob ich das schaffe, das im Vollbild zu kriegen wieder. Alles klar, da ist der Mann, Marvin, habe ich Martin gesagt, Entschuldigung. Da ist der Schmarvin, Marvin. Marvin ist am Start wieder mit einem Video ähnlicher Natur, da macht er immer diese Videos irgendwie. Hallo, da bin ich wieder. Viele von euch haben es gar nicht mitbekommen. Mein Kanal wurde letztens 10 Jahre alt. Deswegen schreibt jetzt gerne mal Happy Birthday in die Kommentare. Ach echt, ja? Cool, aber Happy Birthday. Bevor ich so Sachen wie A Hole und Hydrohype gemacht habe, habe ich jahrelang Interviews geführt, weil ich gedacht habe, ich werde der neue Markus Lanz. Aber die Interviews, die waren wirklich kacke. Hallo Leute, wir sind wieder bei Star Talking. Jetzt haben wir Flying Uwe im Interview. Ich habe mich schick gemacht. Mein Vorbild, ich freue mich. Darf ich Sie duzen? Nein. Gut, dann haben Sie... Wusstet... Aber cool. Eigentlich, dass ich schon cool, wie süß der da aussieht. Damals jahrelang die Creme de la Creme des Deutschraps für TV Straßensound interviewt habe. Ich erinnere mich noch, vor 8 Jahren, meiner Meinung nach, das beste Interview aller Zeiten. Haftbefehl, dürfen wir dir mal eine Frage stellen? Du bist heute beim Echo, freust du dich drauf? Ja, auf jeden Fall. Auf wen freust du dich besonders? Dass ich hier bin. Viel Spaß, Dankeschön. Witzig. Habt ihr es gemerkt? Haftbefehl und ich... Haft und ich, wir viben. ...sind seitdem so. Ganz ehrlich, ich bin auch der Einzige weltweit, der ihn offiziell Hafti nennen darf. Mein Traum war es auch immer, mit Haftbefehl mal musikalisch zusammenzuarbeiten. Aber ganz ehrlich, wenn ich Hafti wäre und dieser Typ fragt an, ob wir zusammen Musik machen, ich würde ihn überall blockieren und sagen, ruf mich nie wieder an. Aber ich habe meinen Wunsch nie aus den Augen verloren. Und jetzt, 8 Jahre später, hat dieses TikTok alles verändert. Ich sehe, wohin es läuft. Ich sehe die Richtung. Guck mal, Baba, ich habe jetzt radikale Pläne. Kapitale Träge, wenn ich hier gerade... Ich werde mich mal woanders hin platzieren, damit ihr auch das ganze Video sehen könnt. Warte mal. Show hier. Nicht nur Lidl lohnt sich, sondern auch die musikalische Zusammenarbeit mit mir. Das hat auch Poker erkannt, nachdem ich ihn angeschrieben habe. Und schon haben wir uns im Studio getroffen. Und heute werden wir dein Talent nutzen, um einen Fake-Haftbefehl-Song aufzunehmen. Das heißt, Beat ist schon da, da müssen wir noch so ein bisschen dran arbeiten. Text hast du mitgebracht und ich bin mal sehr gespannt, wie es am Ende wird. Ja, ich denke, ich habe die Stimme ein bisschen geschont und müssen wir den Aykut natürlich auch glücklich machen an der Stelle. Ich persönlich bin ja ein riesen Haftbefehl-Fan. Was mich nur ein bisschen stört, ist, dass er noch nie einen Song gemacht hat, in dem Influencer gedisst werden. Und weil Hafti und ich ja bekanntlichermaßen so sind, habe ich gedacht, übernehme ich das doch. Montana Black soll einen Diss kassieren, Knossi, Tanzverbot und Rezo haben wir uns rausgesucht. Also man muss auch dazu sagen, wir wollen uns natürlich nicht mit den Influencer-Freunden versparen. Das haben wir mitbekommen. Da haben sich ja eh alle gefragt, das ist aber komisch, dass der Haftbefehl Rezo disst. Die meisten haben ja gesagt, wussten nicht mal, dass Haftbefehl Rezo kennt. Aber ja, ich finde es auch echt lustig, wie der Paco, wie heißt der Poker, Pocahontas, wie der ausgeschlachtet wird. So funny, ey. Nur noch bei uns war der noch nicht. Das soll schon noch lustig sein, deswegen gehen wir bei Knossi auf seinen roten Kopf, bei Rezo auf die blauen Haare, bei Monta auf den Lambo und bei, ja okay, bei Tanzverbot hast du natürlich ordentlich reingeschissen, ne? Ja, bei Tanzverbot. Ich wollte aber trotzdem, dass er lacht und... Was hast du da geschrieben? Che Guevara, ich mach Para, jeder kriegt sein Fett weg. Jeder kriegt sein Fett weg. Und Tanzverbot zur Atemkur, denn jeder kriegt sein Fett weg. Ich habe gesehen, dass über 70% der Leute, die meine Videos schauen, den Kanal noch nicht abonniert haben. Das wird auch weiter so bleiben. Das Interessante ist, dass das voll viele immer an der Stelle sagen. Ich habe wirklich selber schon darüber nachgedacht, ob man sowas sagt. 70%, bei mindestens 60% irgendwie, die das Video schauen, nicht Abonnenten sind.
Jetzt kannst du die dran erinnern, dann abonnieren die. Aber wenn dein Kanal weiter wächst, bleibt die relative Zahl immer gleich. Ja, naja, egal. Das ist jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall abonniert seinen Kanal. Und dann abonniert meinen Kanal. Aber Abos ist eh nicht mehr auf YouTube wichtig. Der Algorithmus regelt. Das solltet ihr auf jeden Fall nachholen. Und bei der Analyse meiner Zuschauer ist mir aufgefallen, dass über 30% über 30 sind. Und weil ich auch weiß, dass meine Eltern meine Videos gucken, habe ich mir gedacht, erkläre ich mal, wie wir die Influencer dissen und was diese komischen Wörter so alles bedeuten. Yo, ihr kleinen Hip-Hopper. Ich bin MC Anna. Und ich werfe euch jetzt mal ein paar Lines an den Kopf. Tackkneif, Offenbach, Bauchtasche, Starterpack. Das ist wirklich cool. Das ist mal was Cooles, echt. Dass er da die Mama am Start hat. Das ist echt cool. Warum Cringe-Alarm? Ich find's da use-mäßig. Nein, Spaß. Ich find's cool. Tag live, Offenbach, Bauchtasche, Starterpack. Mehr Lambos vor der Tür als der Montana Black. Heißt, Montana Black hat nur einen Lambos und Hafti Abi hat mindestens zwei. Baklava vor Kino. Kindheitsdroge, Bum-Bum-Eis. Massaker auf Riso. Boden voller Schlumpfeis. Riso, der kleine Zerstörer. Ja, es wird dann doch mit der Zeit langweilig. Es hört ja gar nicht mehr auf. Ich dachte, die machen nur ein Cameo. Grinch! 1000 mal 1000 Millionen sind 1 Milliarde. Der hat doch blaue Haare. Und wenn man einen Massaker darauf macht, dann läuft blaues Schlumpfeis aus. Knossi-Kaffer immer rot. Knossi-Kaffer immer rot. Das spackelt sie mit Anwalt. Entschuldigung. Anwalt! Mit Anwalt. Tomatenkopf auf G? Ich arbeite mit Mutterficker aus Dubai zusammen, Bruder. Ich habe alle beruhigt auf Englisch. Ganz ehrlich. Oma. Ich würde dir gerne was sagen, meine liebe Oma. Halt deine dreckige Fresse und rede nicht so viel. Statt dass du so viel redest, geh mal Sport machen und bau deinen fetten Bauch ab, du Sohn. Red nicht so viel über andere. So, kurz Sprachnachricht von Bushido. Ich spule jetzt mal. Ich bin ja unter 30, ich brauche die Jokes nicht, ich verstehe das ja alles. Lass wieder Affen aus dem Zoo. Oh, C800 Mike. Diese Mike. Oh. Tag live, Offenbach, Bauchtasche, Starterpack. Mehr Lambos vor der Tür als der Montana Black. Da ist er doch. Da hat auf jeden Fall Baba H gezeigt, dass ganz Rhein-Main-Gebiet nach mir klingt. Auf jeden Fall. Poker, du hast. Voll gut. Mies Studio auf jeden Fall. Mega abgeliefert. Serk wird jetzt noch einmal seine Magie quasi darüber walten lassen, damit das auch am Ende wirklich 1:1 sich anhört wie Haftbefehl. Auch mit dem knacksenden Mikrofon und alles, was für Haftbefehl stimmt. Und dann werden wir mal schauen, wie die Influencer darauf reagieren, dass sie von Haftbefehl gedisst werden. Der Song ist im Kasten und jetzt musste ich nur noch überlegen, wie trage ich ihn hinaus in die Welt. Das ist mir schon letztens aufgefallen. Dieses, dass er nicht in die Kamera guckt beim Sprechen, kommt so Dings RTL 2 rüber. Welt. Und da habe ich mir gedacht, ich inszeniere einen Fake-Instagram-Livestream, in dem es so aussieht, als ob Haftbefehl seinen eigenen Song liebt. Ja, das haben wir ja dann geguckt da, ne? Beziehungsweise das war hier in der Timeline mal drin. Ja, das. Ich war Para, jeder kriegt sein Fettwerk. Tanzverbot an dem Chor, jeder kriegt sein Fettwerk. Damit Instagram nicht erkennt, dass der Haftbefehl-Livestream vom selben Smartphone kommt wie mein Marvin Wildhage Instagram-Account, habe ich bei diesem Projekt mit einem VPN-Server gearbeitet. Umso cooler, dass... Ey, das ist so geil, wie er die Werbung einbaut. Das ist gut. Ich check das jetzt. Achso, ich so, wer hat mit dem VPN gearbeitet? Was hat er damit gemacht? Um dieses Projekt. Naja, gut. Also gut, ja, VPN, wisst ihr ja, was das ist. Dass der Sponsor des heutigen Videos auch NordVPN ist und mir solch ein Video überhaupt erst möglich macht. Also gut, weil wir seinen Content gucken, können wir ja seine Werbung auch durchlassen, ist ja alles cool. NordVPN ist hier die Werbung. Nicht von YouTube oder Instagram, das... NordVPN, damit ihr auf Netflix auch die amerikanischen Filme gucken könnt. Let's go. ...einen Haftbefehl-Livestream zu verbreiten. Aber ich habe ja noch ein Ass im Ärmel, denn ich habe den Sound bei TikTok hochgeladen...
gemacht, die hat ein paar Influencer gedisst. Und schwuppsdiwupps ist die Gerüchteküche am Kochen. Apfelkill sind Dissler, Diss Montana, Diss Tanzi und Diss Knus. Warte mal, Afti, was ist denn los bei dir? Haftbefehl setzt zum Rundumschlag an. Und zwar so sehr, dass es nicht lange gedauert hat, bis Mr. Twitch himself auf meinen Song reagiert hat. Vor allem, interessanterweise, die Disses hätten schon härter sein müssen, weil ich habe mehr Lambos vor der Tür als Montana Black, ist ja sogar ein Props. Das ist ja Props. Das ist kein Diss. Mehr das, das sagen dann Leute, die das nicht haben. Haftbefehl hat sogar wahrscheinlich, obwohl, nee, Montana hat schon viel Geld. Aber wisst ihr, ich meine, ich habe Eis, Rick the Ruler. Ja, keine Ahnung, es ist ja... Ja, das mag sein, dass Haftbefehl mehr Lambos vor der Tür hat als Montana Black. Das ist halt einfach... Ja, so mäßig, ich bin reicher sogar als Bill Gates. Es ist kein Diss. Es ist ein blöder Wie-Vergleich, der zeigen soll, dass du wie krass bist. Nein, aber das ist ja, du suchst dir ja extra einen großen raus damit für den Vergleich. Das ist das. Dieses klassische, hast du gehört, Haftbefehl hat dich gedisst? Das ist halt einfach absoluter Quatsch. Und selbst wenn er in seinem Rap sagen würde, keine Ahnung, ich hab von Montana Black... Ich hab die Reaction da schon damals gesehen. Das ist mir sowas von scheißegal, Bruder, das ist Musik. Als wenn ich deine Story mache, ey, Hafti, hast du wirklich meine Mutter gefickt? Kann ich dich Papa nennen? Das ist so ganz großer Quatsch. An der Stelle kann ich wirklich nur noch mal sagen, Respekt, wie sportlich Monte mit der Situation umgegangen ist. Und die zweite Reaktion, die ließ auch nicht lange auf sich warten. Ich weiß auch nicht, warum Haftbefehl mich gedisst hat. Haftbefehl hat ganz viele Influencer gedisst. So, Tanzverbot, irgendwas, aber nicht schlimm oder so. Aber irgendwie habe ich das, ich habe den Diss nicht verstanden, also warum er das gemacht hat. Also nicht mal Kontakt in unserem Leben miteinander, nie, null, nada. Bei Tanzverbot hat... Der weiß 1 Million% sowieso nicht, wer die sind. Habe ich ehrlicherweise den Eindruck... Es ist Ruse, wie bei einer Rauchablagerung. Dass der das nicht ganz so sportlich nimmt. Ich hoffe ja, dass es da noch einen Diss-Track zurück gegen Haftbefehl gibt. Und dann habe ich gesehen, dass der News-YouTuber schlechthin auf das Thema angesprungen ist. Wenn schon nicht die Bunte, Promiflash und Bild darüber berichten, dann ist zumindest auf TJ Verlass. Was sagt der? Massaker auf Rezo. Ich muss aber sagen, Track klingt eigentlich dope. Ich bin gespannt, wenn Mix Master draußen ist, dann kann man auch verstehen, was er da sagt. Track klingt dope, muss ich sagen. Der Beat klingt richtig fett. Mein Herz geht auf. TJ hat mich als Produzenten geadelt. Der Text ist gut, der Beat ist dope und sein Video hat sich dann wiederum Rezo angeguckt. Und der ist ja selber auch Musiker. Und der wird sich jetzt fragen, wer hat dieses Brett produziert? Und jetzt wissen wir es ja. Ich war das. Haftbefehl hat viele Creator gedisst? Ja? Und ich war dabei? Massaker auf Rezo. Ja, wenn TJ dich lobt, dann musst du mit Rappen aufhören, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ey, übrigens, TJ, ne, dass ihr das wisst, sein Hauptsponsor ist jetzt Krombacher. Okay. Wissen wir jetzt auf jeden Fall durch die Saschka. Sehr wichtig auf jeden Fall. Er soll aber zwischendurch sagen, hey, nicht so viel trinken. In einem Livestream hat er einen Ausschnitt von dem Track gezeigt und sagt dann Massaker auf Rezo. Hat Haftbefehl mich gerade gedisst? Das ist der schönste Tag meines Lebens. Hey, wie cool ist das denn? Ich fühle mich sehr, sehr wohl damit. Ganz ehrlich, dass ich mit meinem Song Rezo den schönsten Tag seines Lebens beschere, das zeigt doch eigentlich nur, dass ich ein super Produzent bin. Ich würde sagen, der Radio Regenbogen Award 2022 für den besten Produzenten, der geht wohl an mich. Monte, Tanzi und Rezo haben schon auf den Diss-Track reagiert. Und jetzt fehlt ja nur noch einer, der König himself. Nicht verstanden, Alter. Jetzt werde ich aber auch gleich fuchsig. Hat irgendeiner den Satz verstanden? Hab ich gedacht, jetzt endlich wirklich mal ein Hochkaräter, der mich mal disst, aber schade, muss ich echt sagen an der Stelle, Haftbefehl. Schade. Bitte einen ganzen Song. Wirklich einen ganzen Song. Ganzen Song. Wirklich voll drauf auf mich. Ich hab Bock. Ich hab den Eindruck, der alte König spricht nicht mehr die Sprache des jugendlichen Volkes und Knossi hat den Text einfach nicht gerafft. Wenn ihr ihn gerafft habt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Knossi hat sich ja ein paar härtere Disses gewünscht, deswegen schreibt doch...
Also ich fand die Idee nicht schlecht, nur das mit den, also das mit den Influencern hat der Marvin doch auf jeden Fall nur gemacht, weil erstens die Influencer reagieren auf das Video, das bringt Klicks, das bringt Reichweite. Und weil er bei Rappern wahrscheinlich ermordet würde. Stellt euch mal vor, die hätten nicht diese so Rezo, TJ oder nee, Rezo, Monte, okay, ist ein bisschen Rap-Affinität, aber Rezo, der Haft weiß nicht mal, wer das ist. Das ist aber überhaupt nicht seine Welt. Oder wen hat er noch gemacht? Tanzerot. Würde mich wundern, wenn er das wüsste. Mäßig. Und ich meine, hätte der das doch gemacht mit anderen Rappern? So, Haftbefehl disst, was weiß ich, Kapi, Samra und dann so geile Lines. Wer denkt ihr beiden, wer ihr seid? Ihr macht doch Autotune-Tracks, aber ich bin irgendwie so, ey Junge, das wäre so, das wäre in allen Newsforen wild. Ich denke, der Marvin hat sich auch gedacht, na gut, da wird man vielleicht umgebracht danach auch. Und ich denke, auch was hier mitgespielt hat, ist, dass der Hafti hat das nie dementiert. Ich denke, wird der doch eingeweiht gewesen sein, oder? Hafti, so normalerweise, wenn so ein Haftstimmenimitator morgen, was weiß ich, Manuelsen dissen würde. Komm mit, hoch, wenn du bist. Nee, der Haft wird sofort posten, das bin ich nicht, das ist nicht von mir, fertig. Oder wird den anrufen. Oder? Naja, auf jeden Fall finde ich, die Disse waren zu weich und zu random. Zu, damit es irgendwie so krass wird. Aber ja, schauen wir mal. Lustig ist es ja so. Mal eure kreativsten Pöbeleien gegen ihn in die Kommentare. Und der liebe Poker hat auch ein Musikvideo zu dem Song gedreht. Wenn er zum Beispiel mich gedisst hätte, ich wäre auf jeden Fall geschockt, aber 2 Minuten später hätte ich ihn angerufen, ist ja klar. Ich wäre also anders geschockt. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Achso, das war's schon? Gibt's gar keine irgendwie... So, okay, gehen wir jetzt irgendwie schnell zu Ende. Wo bin ich denn jetzt hier? Diss-Track an YouTuber. Achso, jetzt gibt's so ein richtiges Video dazu. Nice. Lidl zensieren ist sehr, auf jeden Fall, bringt was. Oh, Osman ist ein Talkart, Fix Singles mit Niveau, Aslak sind zurück, lass wieder Arschen aufgezogen. Tag live, Offenbach, Bauchtasche, Stadterberg, mehr Lambos vor der Tür als der Montana Black. Butler war vor Kino, Kinderdroge, Bum Bum Eis, Massaker auf Rezo, Boden voller Schlumpfreis. Knossi-Cover, immer rot, Disch war groß mit Anwalt, Tomatenkopf auf Tee, Prinz war groß, Anhalt. Ja, also auf Track-Länge hört sich das nicht mehr wie Haft an, aber er hat auf jeden Fall schon sehr viele unfassbare Ähnlichkeiten, so manchmal bei der Aussprache, aber ja. Ja, gerade bei so einer schlechten Qualität bei Livestream und so kann man das schon glauben. Nur wird natürlich dabei eine Rolle gespielt haben, dass Haftbefehl nie ein Dementi rausgehauen hat. Segelwara, ich mach Para, jeder kriegt sein Fettwerk. Tanzverbot, ab dem Chor, jeder kriegt sein Fettwerk. Trag schon Paul Gauthier, BMW, komm, Coupé, Koffer ab zum Portier. Die Sorgen sind passé, von Manhattan bis Marseille. Auch ein guter Trick natürlich, immer die Worte so zu wählen oder die Sätze so zu wählen, die Haftbefehl auch schon mal gewählt hat, dann klingt es halt noch mehr nach ihm, aber klar. Ja, alles gut. Ey, schöne Grüße gehen raus. Cooles Video. Ich würde noch mal ganz kurz gucken, das Marvin-Video. 16.10. 200, 300k hat er jetzt gemacht. Interessant. Auch Trends wieder. Ja, cool. Hier gibt es ein Like. Nice. Gute Arbeit. Wenigstens jemand, der sich noch auch, wenn das sicherlich noch wilder gegangen wäre, jemand, der sich auf jeden Fall noch Mühe gibt für Videos und nicht so scheiße, so wie ich, nur dämliche Reactions macht. Wie solche, wie ich. Ich mach so und ich mach nochmal. Du guckst so viel Roos, Alter. Der hat verdient. Wallah hat der verdient. Tränen stehen uns nicht. Ey. Ich mach genau so und noch schlimmer. Mach
Man muss sich Mühe geben, auch wenn der Beat nicht mehr läuft. Außerdem, wenn du Englisch sprichst... Ich habe alle beruhigt auf Englisch. So, meine lieben Freunde,